da bin ich wieder. Au! Ja, meine ganzen... Ballons erstmal weggebracht. Und momentan geht's mir auch gar nicht so gut. Wie kam ich dazu? Wie kam ich dazu, Ballonkünstler zu werden? Tja. Wie kam ich dazu? Das ist eigentlich eine ganz traurige Geschichte, steckt dahinter. Ich habe einen Freund besucht, oder nee, ich habe einen Freund angerufen, voriges Jahr, 5 Tage vor Weihnachten, also am 19. Und der lebte mal in Kassel, ist aber Nürnberger, Erhan. Mein Freund Erhan. So, den möchte ich hier auch natürlich ganz, ganz klar ansprechen, ne? Und mich natürlich auch bedanken auf eine Art, ne? via Videobotschaft. Ne? Ich bin authentisch, ich verspreche mich auch mal. Ich wiederhole den Scheiß ja auch nicht. Okay? Ja, ich habe einen Erhan besucht und er hat mir gesagt, dass seine Frau im Sterben liegt. Und ja, sie hat also einen Magentumor gehabt und würde das Frühjahr nicht mehr erleben. Also wo wir uns jetzt gerade befinden, Ende Mai, also nee, wir sind jetzt im Mai, ne? Dann kommt ja auch schon der Juni und dann haben wir irgendwann bald Sommer. Ne? Ja, Gott habe sie selig. Sie ist nicht mehr unter uns. Ich besuchte ihn natürlich gleich daraufhin. Sie waren getrennt, lebend. Sie und ihr Kind oder deren Kind in Kassel. Und ich bin da gleich nach Nürnberg, um ihn ein bisschen zu trösten, weil sie dann am Telefon ja geäußert hatte, sie wird das früher nicht mehr erleben. Wir haben zusammen ein Kind und ich war am Boden zerstört. Ich habe ihn, Erhan habe ich durchs Billard spielen. Ich habe ja früher eine Oberliga. Was ihr denkt, wie Taschenbillard hier, ne? Ehrlich, jetzt eine traurige Geschichte. Und ja, wie es dann auch so sein soll, habe ich ihn besucht in Nürnberg. Dann kam der Christkindlmarkt. So. Und da habe ich dann, also erstmal den ersten Tag war ich erstmal, da war für mich erstmal alles. Da war ich ziemlich geschockt, ne? Ehrlich gesagt. Ne? Wie, deine Frau überlebt es früher nicht? Ja, die ist sterbenskrank und ne? Boah, ist natürlich krass, ne? Wenn man sowas mitgeteilt bekommt. Er hatte als Konstrukteur bei irgendeiner großen Autofirma, für die ich jetzt wieder keine unbezahlte Werbung machen möchte, und drehte Ballons am Bahnhof und hatte sich kurzzeitig Urlaub genommen. Also jetzt hier modellierte Ballons. Ich, Christkindlmarkt, hab ihm zugeguckt, ja, nach 2 Stunden konnte ich schon 3 Figürchen, ne? Abends konnte ich dann 4 Figürchen, ne? Weiß nicht mehr, ein Hund, Krokodil und, weiß ich nicht, die Giraffe und eine Maus oder was, ne? Das hat er mir wirklich beigebracht, so, gibt auch nur 2, 3 Knötchen, Techniken, die man dann im Prinzip auch selber herausbekommt, ja? Und am 24. ist ja klar, mache ich mich dann wieder heimwärts. Kinder warten. Ne? Ich bin Moslem. Ne? Bei uns gibt es ja kein Weihnachten. Ne? Aber ich bin dann aber dann doch Weihnachten da gewesen. Ne? Wir haben auch keinen Tannenbaum oder sowas, ne? Aufgestellt. Ne? Wir haben eine Kiefer, ne? Mitten im Wohnzimmer. Ne? Ja, unser Wohnzimmerschrank zum Beispiel, der ist. Ne? Wollte jetzt nicht so witzig sein. Ja, also wie ich dann abends angekommen bin, rief er mich an, sie hatte dann die Augen geschlossen. Das hat mich dann motiviert, ehrlich gesagt, weiterzumachen. Ich weiß nicht, warum ich euch den Scheiß jetzt gerade erzähle. Wenn ich eigentlich ein sehr lustiger Mensch bin, also ich versuche immer lustig zu sein. Ja, so ist es passiert und ich habe mir vorgenommen, während meiner Insolvenz, also ich darf ja Trinkgelder annehmen, da muss ich ja irgendeinen Scheiß machen, weil du kannst ja nicht unten in der Bude da, ne, nur vom Computer sitzen und da dir dann die, ne, wisst schon, welche Motive ich meine, anschauen. Ne. Nee, da habe ich mir gedacht, muss noch ein bisschen Fantasie, ein bisschen raus, ne, und das mache ich auch. Gehe ein bisschen raus, ne, komme auch nach Hause wieder, habe ja viel Münzen dabei. Ne. Ich habe übrigens eine Kupferallergie. Ne. Wenn die mich dann fragen, also jetzt für die, denn für der es mal vorhat, hauptberuflich zu machen, ja? Und der dich dann, also wenn dich ein Kunde fragt, ne? Ja, aber was kriegen sie denn jetzt? Ne? Dann sagst du, pass auf,
Ganz knallhart. Also am Anfang habe ich immer den Fehler gemacht, ach, geben Sie mir einfach das, was Sie mir geben möchten. Habe ich gesagt. Pass auf, da gibt er mir 30 Cent und in dem Moment war ich sprachlos. Habe ich gesagt, scheiße. Und er so, wie? War das zu viel? Dann nimmt er mir noch die 10 Cent weg.